Bitte glaub mir, wenn ich sonst jemanden hätte, dann wäre ich bestimmt nicht hier. Ich bin verzweifelt. Das durfte man mir ansehen. Tja. Wenn du mir die Summe nicht leihen kannst, ist das verständlich. Ich wäre dir nicht böse. Wenn du einen Wunsch frei hättest und deine Vergangenheit ändern könntest, was auch immer dich daran stört, was würdest du machen? Ja, ich finde es wahnsinnig aufregend, was sich hier alles ergeben hat. Gut, ich habe mir gleich gedacht, Sie würden lieber in der Galerie arbeiten als im Zeitungsverlag. Haben Sie übrigens auch Ihre Bilder mitgebracht? Katharina ist gerade dabei, sie auszupacken. Sehr gut, ich bin schon neugierig darauf. Also ich denke, ich komme in etwa einer Stunde. Okay. Oh, noch was. Sharon aus Rileys Salon hat angerufen. Ich soll sie an ihren Termin heute Nachmittag erinnern. Oh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Was jetzt? Egal, ich werde trotzdem vorher in die Galerie fahren und mir ihre Bilder ansehen. Okay, bis dann. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht allein schuften lassen. Keine Angst, du wirst mir helfen müssen, sie aufzuhängen. Ich mag deine Bilder wirklich. Hey, dann bist du mein erster Fan. Oh, du hast sicher schon bald eine Menge. Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, Cassie. Ja, das möchte ich haben. Gina, würden Sie mir bitte verraten, was hier los ist? Ich dachte, Sie würden sich freuen. Cici hat doch Ihre Forderungen bereitwillig erfüllt. Die haben sich inzwischen geändert. Es wird auf alle Fälle nicht leicht sein, ihm das beizubringen. Es ist mir egal. Er muss dafür bezahlen. Gina, ich dachte, Sie würden das mit Cici ausdiskutieren und zu einer beidseitig vorteilhaften Lösung kommen. Was? Ich kann mit einem Mann, der nichts von seinem Kind wissen will, nicht an einem Tisch sitzen. Haben Sie und Cici vielleicht Streit gehabt? Nein, die Sache geht nicht von mir aus. Es muss aber irgendeinen Grund geben und als Ihr Anwalt sollte ich ihn erfahren. Ich habe gehört, wie Cici zu Santana sagte, dass Channing ihm egal sei. Sind das seine Worte gewesen? Ja, so ungefähr. Warum sollte er mit Santana über Channing reden? Keine Ahnung, sie sind mitten im Gespräch gewesen und dieser eine Satz hat schon gereicht. Also wissen Sie im Grunde gar nicht, wie das gemeint war. Wie müsste der Satz Ihrer Ansicht nach formuliert sein, damit Sie akzeptieren, dass sein Vater nichts für sein Kind empfindet? Also gut. Wie sehen Ihre Forderungen aus? Ich möchte ein Haus für Channing und mich haben. Und zwar nicht irgendeine heruntergekommene Bruchbude. Ich rede von Montecito. Und was noch? Ein Kindermädchen, das ich mir aussuche. Und einen neuen Wagen. Sagen wir den gleichen, den Kelly gekriegt hat, nur dass ich einen Viertürer brauche. Und er trägt die Kosten für meinen Lebensunterhalt, was Brandon und Channing einschließt. Channing ist ein Kerpel und er wird dementsprechend erzogen. Okay, war's das? Nein, da wäre noch was. Ich würde gern Cicis Testament sehen. Nein, ich also will das mich davon überzeugen, dass Channing finanziell abgesichert wurde. Gina, ich glaube, jetzt haben Sie den Bogen überspannt. Das ist mir egal. Ich kämpfe hier für meinen Sohn. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für Sie sein muss, solche Äußerungen von Cici mit anhören zu müssen. Aber als Ihr Anwalt muss ich Sie warnen, wenn Sie Ihre Forderungen rechtlich durchsetzen wollen, begeben Sie sich auf dünnes Eis. Inzwischen weiß jeder, dass Cici Channings Vater ist. Ja, aber die Umstände, die zu Channings Zeugung führten, kommen höchstwahrscheinlich vor Gericht zur Sprache. Und wie das ausgeht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kommt auf den Richter an. Mir ist egal, wie der Richter mich sieht. Es geht mir darum, meinen Sohn zu schützen. Und sollte ich Cici vor Gericht zerren und durch den Dreck ziehen müssen, dann mache ich das eben. Und wenn er Krieg will, dann kann er ihn haben und das können Sie ihm schriftlich geben. David,
Es tut mir leid. Jetzt habe ich das an Ihnen ausgelassen und Sie haben doch gar nichts damit zu tun. Ich bin nur sauer auf CC. Tja, wozu hat man einen Anwalt? Sie sind wunderbar, wissen Sie? Und das nicht nur als Anwalt. Sie sind, glaube ich, auch ein reizender Mann und ich habe versprochen, das Verfahren wird laufen wie geschmiert, aber das tut es nicht. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Danke. Sagen Sie Channing adieu, ja? Sie sind viel zu nett, um für CC zu arbeiten. Naja. Ich bringe Sie zur Tür. Danke. Mach's gut, mein Kleiner. Bis dann. Auf Wiedersehen. Was? Die Frage wird doch wohl erlaubt sein. Wenn du dein Leben durch einen Wunsch in andere Bahnen lenken könntest, was würdest du machen wollen? Studieren? Studieren? Ja, ich wollte immer schon aufs College. Wirklich? Und warum wurde nichts draus? Keine Ahnung. Erstens konnte ich es wohl nicht bezahlen und ich war in der Schule auch nicht besonders. Entweder war ich zu faul oder einfach zu viel allein, keine Ahnung. Aber ich habe gern gelesen. Eine Zeit lang waren es nur Kitschromane, doch das hat mich bald gelangweilt und dann bin ich umgestiegen. Ach, und was hast du dann gelesen? Was ich zu fassen kriegte. Was war dein Lieblingsbuch? Das war ein Buch, das ich bekommen habe, als ich 14 war. Es heißt, in Brooklyn wächst ein Baum. Ach ja, das habe ich nie gelesen. Du solltest es lesen. Es ist fabelhaft. Es geht um ein Mädchen und seine Familie. Alles Menschen aus dem Leben, keine Romanfiguren. Und ihr Leben dort ist ziemlich schwer. Aber sie sind füreinander da. Und irgendwie kommen sie immer wieder durch. Sie und ihre Familie. Was soll's? Ich will dir nicht die Spannung nehmen. Vielleicht willst du es irgendwann mal lesen. Ja, das mache ich vielleicht. Ich möchte dir wirklich gern glauben, alles, was du mir erzählt hast. Deine guten Vorsätze und dass du mich nicht anlügen wolltest. Ich will glauben, dass das so ist. Dass alles stimmt, was du sagst. Ist die Zeit der Lügen vorbei? So ehrlich wie zu dir war ich in meinem ganzen Leben noch zu keinem. Ich habe wahrscheinlich gelogen, weil die meisten Menschen aus meinem Umfeld Lügen für etwas ganz Normales hielten. Es ging dann irgendwann so weit, dass das Lügen mir nichts mehr ausmachte. Ich log, wenn ich den Mund aufmachte. Aber ist das jetzt anders? Hat sich das jetzt alles geändert? Ja. Außerdem wurde mir klar, dass Ehrlichsein allein nicht genügt. Du musst an andere glauben und Vertrauen zu ihnen haben. Nur dann kann man es auch von anderen Menschen erwarten. Ich habe wahrscheinlich sämtliche Möglichkeiten vertan, aus uns beiden Freunde zu machen. Aber ich schwöre bei Gott, Ted, ich werde dich nie wieder belügen. Ich werde dir das Geld borgen. Wirklich? Aber ruf Ray bitte an. Und bestell ihn sofort hierher. Damit ich sicher bin, endgültig vorbei ist. Vorhaben? Ja. Haben Sie sich bei uns umgesehen? Wir haben noch ein paar wundervolle Fotos von Warren da drüben. Das hat er in China. Nein, dieses möchte ich kaufen. Was soll es kosten? $650. Es ist signiert und nur einmal vorhanden. Ja, ich nehme es. Oh, sehr gern. Es ist ein wundervolles Foto. Ich verstehe natürlich, warum Sie eine von Warrens arbeiten wollen. Er ist Ihr Neffe. Da haben Sie recht. Ich möchte eins von Warrens Werken. Ich werde es Ihnen einpacken. Nein, lassen Sie nur. Das ist nicht nötig. Aber das dauert nur einen Augenblick. Angela hat wirklich viel geleistet für diese Galerie, finden Sie nicht? Ja, richtig. Das hat sie in der Tat.
Es war im Grunde nicht meine Absicht, etwas bei Ihnen zu kaufen, aber das stach mir geradezu ins Auge. Es wird mir gute Dienste erweisen. Danke. Ich danke Ihnen. Oh, Suzanne, das ist ja wundervoll. Ich sag Ihnen, wir zwei werden viel Geld mit diesen Bildern machen. Apropos Geld, die Galerie hat eben etwas verdient. Ich habe eins von Warrens Fotos verkauft. Fabelhaft, welches? Das von Ihnen. Wirklich? Ich dachte, dass wir das nie loswerden würden. Es ist schwer vorstellbar, dass sich ein Fremder dieses Foto hinhängt. Moment mal, Warren hat es selbst gekauft, nicht wahr? Cassandra Lockridge wollte es haben. Dass Gina sowas fertig bringt, will nicht in meinen Kopf. Und bist du sicher, dass nur Gina dafür in Frage kommt? Sicher? Na, selbstverständlich. Niemand sonst hatte Zugang zu diesem Programm. Ach, wenn sie in Schwierigkeiten ist, wieso sagt sie mir nichts davon? Und es gab nicht den leisesten Hinweis über mehr Geld oder ein Darlehen? Nein, nein, Ginas Hinweise sind so, als würde dich ein Pferd überrennen. Moment. Das Pferderennen. Wie war das bitte? Das ist es. Ja, das ist es. Gina hat auf ein Pferd gesetzt. Ja, jetzt fällt's mir ein. Ich kam dazu, als sie gerade den Schluss des Pferderennens im Radio hörte und sie dachte, es wäre ein sicherer Tipp und hat verloren. Sie soll 5.000 Dollar auf ein Pferd gesetzt haben? Das traue ich nicht mal dir zu. Ja, ja, ja. Vermutlich hat sie gehofft, das ein Weilchen vertuschen zu können, ohne dass ich etwas merke und es dann irgendwann zurückzubuchen, bevor es mir auffallen würde. Ist sie so gerissen? Ich bin erschüttert. Diese Frau leidet ganz offensichtlich unter Spielsucht und ich darf das jetzt ausbaden. Was? Hallo? Hallo, Minx. Hier ist Gina. Ich hatte einen ziemlich harten Tag. Ja, das liegt offenbar heute in der Luft. Tja, ich bin in Rileys Salon. Ich muss mich ein wenig verschönern lassen. Sagen Sie, Lionel, es wird ein Weilchen dauern. Natürlich, Gina. Gina? Warte, warte, Gina. Gina, hören Sie jetzt gut zu. Sie machen sich sofort hierher auf den Weg, verstanden? Wir haben nämlich etwas Wichtiges zu klären. Einfach aufgelegt. Sie hat nicht einfach aufgelegt. Wenn du nicht drauf losgeschrien hättest, wäre dir aufgefallen, dass sie bereits aufgelegt hatte, als du mir das Telefon entrissen hast. Na gut, was hat sie gesagt? Dass es noch ein Weilchen dauern wird. Ich werde sie schon finden. Wo ist sie? Oh, Lionel, dein Benehmen ist lächerlich. 5.000 Dollar durften dir wohl kaum das Genick brechen. Es geht doch nicht ums Geld, Mutter. Es geht ums Prinzip. Ich hatte Gina vertraut und sie betrügt mich. Falls du das als Grund für dein übertriebenes Benehmen anführen möchtest, vergiss es. Sollte Gina das Geld veruntreut haben, ist es allerhand. Aber deshalb musst du doch nicht gleich in die Luft gehen. Mutter, glaub es oder glaub es nicht, aber deine Tiraden verschlimmern es noch. Nein. Doch. Was dich bis zur Weißglut treibt, ist diese schwachsinnige Situation mit Warren. Du liebst ihn wie deinen Sohn und das wird immer so sein. Du erträgst seine Ablehnung nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass du deinen Ärger und all deinen Frust an Gina oder mir auslassen kannst. So einen verquasten psychologischen Schwachsinn habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört. Lionel. Was? Lionel, Lionel. Was? Es stimmt schon, dass Warren uns den Rücken zuwendet, aber warte. Ich bin überzeugt, er sieht irgendwann ein, dass es niemanden gibt, der ihm ein besserer Vater gewesen wäre als du. Ach, hör zu. Ich sehe das genauso. Ich weiß, dass ich Warren irgendwann wiederbekomme, das spüre ich. Aber bis dahin kann ich mich nicht ständig mit Vorwürfen quälen, verstehst du? Mein Leben muss irgendwie weitergehen. Und momentan beschäftigen mich andere Dinge. Heute ist es Gina, also wo ist sie, Mutter? Tja, sie... Wieso denn? Ich meine, dein Benehmen gegenüber Armand spottet jeder Beschreibung. Also, weshalb sollte ich dir einen Gefallen erweisen? Armand? Ja? Ich bin unhöflich gewesen. Armand. Ich gebe zu, ich habe mit ihm so meine Schwierigkeiten. Ein Mann, der sich mir gegenüber als Engel vom Planeten Alpha Centauri ausgibt, als himmlischer Bote oder für was er sich hält. Er ist einer. Ja? Tatsächlich? Dann ist deine finanzielle Erleuchtung dem nach ihm zuzuschreiben, aha. Ja, 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 es ist unglaublich. Armand sieht Dinge in den Sternen, die kein Sterblicher erkennt. Mutter? Es interessiert mich nicht, was er sieht. Ich will nur wissen, wo Gina ist. Sag es mir. Ich glaube, wir finden eine Lösung. Soll ich mich von meiner eigenen Mutter erpressen lassen? Das ist ein so hässliches Wort, Lionel. Das solltest du nicht aussprechen. Nein, es ist nur, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn du Armand gestattest, mit uns zu Abend zu essen. Er soll mit uns essen? Mhm. Mutter, ist das wirklich dein Ernst? Ich meine, im Grunde gehört ihm der Laden bereits. Muss er dann auch noch mit uns essen? Mhm. Schönen Tag noch, mein Lieber. Okay, schon gut, meinetwegen. Er kann mit uns essen. Aber ich muss ihn doch nicht etwa auf den Schoß nehmen, oder?
Gina ist, glaube ich, in Rileys Salon. Willst du dich nicht wenigstens bedanken? Sagen Sie mal, war das vielleicht ein Witz? Nein, Cassie ist kurz bevor sie kam mit dem Bild hier rausspaziert. Ich fand es offen gestanden auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe ihr sogar geraten, sich noch bei uns umzusehen, aber sie war schon auf dieses fixiert und es ist ja auch ein wundervolles Bild. Ich habe da doch nichts falsch gemacht. Nein, nein, woher denn? Verkauft ist verkauft, davon leben wir ja schließlich. Wissen Sie, Angela, ich würde Ihnen gern nochmal danken, dass ich für Sie arbeiten darf. Und Sie hatten vollkommen recht, ich fühle, dass ich hier in meinem Element bin. Na fein, hat Warren angerufen? Nein, hat er nicht. Soll ich im Zeitungsfall... Nein, danke. Ja, dann werde ich mal ein anderes Bild suchen, damit wir die Lücke an der Wand füllen können. Katharina, würden Sie Suzanne bitte ausrichten, dass ich heute Nachmittag nicht mehr kommen werde? Mach ich. Ist das, was dich an ihr fasziniert? Diese Lässigkeit, die Erotik? Sie ist bildhübsch. Das kann ich nicht leugnen. Ist es das, was dich hält? Ist das die Macht, die sie auf dich ausübt? Dieses Bild entstand, hattest du noch nicht mit ihr geschlafen. Das spüre ich, das sehe ich an ihren Augen. Dieser Hunger, diese Begierde. Ich hatte damals den gleichen Blick, als ich auf deine Berührung wartete. Ich will nicht, dass sie dir gehört. Du kriegst sie nicht, das werde ich auf keinen Fall zulassen. Da bin ich. Was wollen Sie? Ray? Ja. Gerade hat Lily mir alles erzählt. Erwarten Sie, dass mich das beeindruckt? Nein, ich erwarte, dass Sie die Stadt verlassen. Sie belästigen Lily nicht länger, so wie sie bezahlt hat, was sie ihnen schuldet. Stimmt das soweit? Ja, so war es gedacht. Hier. Das ist ein Barscheck über $10,000. Womöglich gäbe es Probleme, einen Verrechnungscheck einzulösen. Das sehen Sie richtig. Jetzt müssen Sie die Abmachung erfüllen. Keine Panik. Ich frage mich nur, was Sie für die 10 Riesen kriegen werden. Ted streckt mir die Summe vor, Ray. Ich gebe sie ihm irgendwann wieder. Sicher wirst du das. Falls Sie Abschied nehmen wollen, ich gehe mal kurz raus. Echt großzügig, dein Freund, ein wahrer Gentleman. Ich kann's kaum glauben, dass du ihn wirklich nach dem Geld gefragt hast. Ich hatte ja keine andere Wahl. Er hatte Verständnis und er ist sehr ehrlich. Und außerordentlich spendabel, hm? Nicht so ein Typ wie ich. Ray, dich hält doch hier im Grunde nichts mehr, oder? Ja, das stimmt wohl. Ich muss auch zusehen, dass ich nach Vegas zurückkomme, verstehst du? Unser Eins hat einige Eisen im Feuer. Wobei das eine oder andere nach einer Menge Moos riecht. Also, falls du mal interessiert sein solltest, mit mir Kontakt aufzunehmen... Bestimmt nicht, Ray. Dieser Abschnitt meines Lebens ist ab sofort Geschichte. So wie es aussieht, bist du ganz schön verknallt in diesen Typen, hä? Man kann nichts für Gefühle. Okay, ich wünsche dir Glück, Lily. Wenn du dir was in den Kopf setzt, dann wirst du es auch irgendwie kriegen. Das hoffe ich.
Du weißt, dass ich nichts gemacht hätte, das dir irgendwie schadet. Das wollte ich dir nur noch sagen. Dein Freund hat gerade gesagt, dass du ihm alles anvertraut hast. So ist es. Ja, aber bestimmt nicht, dass du noch Jungfrau bist. Keine Sorge, ich meine, wer weiß. Vielleicht stört sie nicht mal. Passen Sie gut auf sie auf, klar? Und, alles in Ordnung? Hat er dir etwa wehgetan? Nein. Ich kann nur immer noch nicht fassen, dass du mir hilfst. Noch nie war jemand so gut zu mir. Bringen wir die Sache zu Ende, bevor du auf die Knie fällst. Lionel kriegt noch Geld. Na komm, ich fahr dich hin. Hallo, Mutter. Cassandra, ich habe lange nichts von dir gehört und dachte, ich komme mal vorbei, um zu sehen, wie es dir geht. Hervorragend. Wieso sollte es mir wohl schlecht gehen? Ich schlage vor, dass wir uns heute mal ausnahmsweise nicht verstellen, sondern offen und ehrlich zueinander sind. Ehrlich sein? Das wäre in unserer Beziehung mal ein völlig neuer Aspekt, hm? Cassie, ich bin mir darüber im Klaren, dass Warren die Tür zwischen dir und allem, was zwischen euch war, zugeworfen hat. Und ich dachte, du brauchst jemanden, um dich mal auszusprechen. Mutter. Ich glaube eher, du kommst nicht darüber hinweg, dass Warren die ganzen Lockridges nicht mehr sehen will. Ich bestreite nicht, dass mich das trifft. Und ich sehe es nicht gern, dass Lionel sich dermaßen quält. Aber Lionel und Warren versöhnen sich wieder, da bin ich mir sicher. Für Warren und mich siehst du keine Chance, nein? Es war nicht euer Weg, Cassie. Es ist Zeit für dich loszulassen. Das mache ich längst, Mutter. Also, wenn du mich bitte entschuldigen würdest, ich habe noch sehr viel zu tun. Ich will gar nicht erst versuchen, das runterzuspielen, Cassie. Ich gebe mir ja selbst die meiste Schuld für das, was du durchgemacht hast. Diese Sache mit Warren wäre gar nicht passiert, wenn ich nicht so feige gewesen wäre. Und dort würde ich es auch gerne belassen. Ich hatte gehofft, dass wir beide vielleicht heute ein Weilchen zusammen sein könnten. Cassie, falls du dich aussprechen möchtest, weißt du, wo du mich findest. Mutter, ich könnte doch jemanden gebrauchen, der mir zuhört. Aber ich habe keine Lust, das mit Warren wieder aufzuwärmen, verstehst du? Im Grunde wäre mir danach irgendetwas zu tun, das mich von all dem ablenkt. Wie wär's, wenn wir beide uns heute mal richtig verwöhnen lassen? Klingt unwiderstehlich. Okay, dann werden wir uns mal überlegen, wo wir am besten aufgehoben sind. Oh. Mit anderen Worten, ich möchte die Baubestimmungen und alle damit verbundenen Verordnungen bis um 5 Uhr auf meinem Schreibtisch haben. Gut. Okay. Angela. Sie hält dich auf Trab. Kann man sagen. Was führt dich zu mir? Ich habe gestern Helen Abernathy getroffen und sie hat mich nach der Wohltätigkeitsgala gefragt, bei der wir Schirmherren waren. Oh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich hätte es auch fast vergessen. Wie dem auch sei. Wie du weißt, fand sie immer in der ersten Aprilwoche statt und ich würde es auch gern künftig so halten. Naja, nicht, dass du denkst, du musst dich beteiligen. Ich wollte dich nur nicht übergehen, falls du Lust hast. Nein, ich finde es nett, dass du fragst. Du machst das zwar immer fabelhaft, aber wenn du mich brauchst, bin ich da. Danke, lieb von dir. Hast du mir das gestern mitteilen wollen? Ja. Warum warst du so verstört? Das war ich nicht. Mach mir doch nichts vor, dazu kennen wir uns zu lange. Ich weiß, wenn mit dir was nicht stimmt. Und du bist doch nicht wegen der Benefizgala hier. Ich will dich nicht damit belästigen. Nee. Was ist? Du zitterst ja. Wieso? David, ich hab Angst. Ich hab richtige Angst. So, das wär's. Hier, dann zur Schlammmaske. Ich wollte uns in dieser Form. Meinen Sie wirklich? Kann ich helfen, Sir? Ja, ist vielleicht Gina Timmons bei Ihnen? Oh, Miss Timmons wird gerade mit einer Schlammmaske verwöhnt. Wollen Sie warten? Schlammmaske? Wo bekommt man denn die Schlammmaske? Das wäre da drüben, mein Danke. Mann. Gina, wie konnten Sie? Ich habe Ihnen so vertraut. Und zum Dank werde ich nun dermaßen enttäuscht. Glauben Sie ja nicht, dass Reden ich damit Sie durchkommen mit mir? Werden.
Wie können Sie es wagen, in diesem Ton mit einer Frau zu sprechen? Verdammt! Da sehen Sie, was Sie anrichten! Was ich anrichte? Ja, ich weiß, dass Sie das Geld haben. Sie haben mir 5000 Dollar entwendet. Weiß es ganz genau. Versuchen Sie ja nicht erst, es zu leugnen. Warum sollte ich meine Zeit mit Erklärungen verschwenden? Sie hören mir ja sowieso nicht zu. Ihnen ist nur daran gelegen, mich öffentlich zu demütigen. Es ist ganz unmöglich, dass es jemand anderes getan hat. Ersparen Sie mir Ihre Ausflüchte. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so ein Trottel sind. Ein Trottel? Sie stehlen und nennen mich einen Trottel. Das steht für Sie also fest und Sie mussten es gleich öffentlich bekannt geben, nach allem, was ich für Sie getan habe. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Oh. Ich habe mich für Sie krumm und bucklig gearbeitet und das soll jetzt der Dank sein? Na gut, also wenn Sie mich nicht gestohlen haben, wer dann? Mich fragen Sie das? Das müssten Sie sich zuerst gefragt haben. Jetzt hat es nicht mehr allzu viel Sinn. Au. Sie sind genauso fies wie die anderen Männer, die ich kenne. Ich weiß, ich habe Sie sind egozentrisch, Sie sind geschmacklos. Nein, ich bin nicht geschmacklos. Gemein. Und auch nicht gemein. Geschmacklos auf Butter. Was war denn? Es war gestern Abend vor dem Schlafengehen. Ich wollte mir gerade meine Creme auftragen und, naja, um die Sache abzukürzen, schließlich ist die Creme auf Warrens Brust gelandet. Dann schrie er auf, weil es so brannte. Und hätten wir das Zeug nicht sofort abgewaschen, dann hätte es Narben gegeben, nehme ich an. Stell dir vor, Warren wäre nicht da gewesen, dann hätte ich mir die Creme aufs Gesicht aufgetragen. Hätte ich etwas davon ins Auge bekommen, wäre ich jetzt wahrscheinlich blind. Klingt ja grauenhaft. Wer kann dahinter stecken? Cassandra Lockridge. Was? Sie hasst mich. Sie behauptet, Warren hätte sie meinetwegen verlassen. Ehrlich, David, ich weiß, sie ist dafür verantwortlich. Sieht Warren das ebenso? Nein. Er denkt, dass es ein Fabrikationsfehler war und lässt es gerade beim Hersteller prüfen. Er schließt sich demnach deinem Verdacht nicht an. Er hat mit ihr geredet. Aber... sie ist ja so clever. Sie war sogar bereit, sich etwas davon ins Gesicht zu schmieren. Bevor er gesagt hat, was los ist? Dann ist wohl kaum anzunehmen, dass sie davon wusste. Verstehst du nicht? Sie hat nur geblufft. Auf diese Art hat sie Warren davon überzeugen wollen, dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Hast du nicht noch etwas konkretere Beweise? David, wir sind hier nicht vor Gericht. Aber du kannst nicht einfach behaupten, jemand habe dich verletzen wollen, ohne den kleinsten Beweis. Niemand sonst hätte ein Motiv. Eins habe ich vergessen zu erwähnen. Sie hat mich gestern Nachmittag aufgesucht. Und wenn du sie gesehen hättest, dann wüsstest du, warum ich das behaupte. Hat sie dich bedroht? Es war weniger das, was sie sagte, sondern wie sie es sagte. Vielleicht bildest du dir das auch nur ein. David, ihrer Ansicht nach hat sie meinetwegen das Einzige verloren, das ihr jemals gehört hat. Und dafür verflucht sie mich. Denkst du, es ist ein Zufall, dass die Creme, die ich benutze, gleich nachdem sie bei mir war, auf der Haut so brennt, als hätte ich Salzsäure genommen? Schon möglich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich hier wollte. Angela, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht bin ich zu dir gekommen, weil wir so lange verheiratet waren. Ich wollte einfach gerne mit dir darüber reden. Kann Warren dir nicht helfen? Das tut er ja, aber irgendwie glaubt er mir einfach nicht. Er denkt, dass ich eifersüchtig auf Cassie bin und Angst habe. Ich könnte ihn verlieren. Ich weiß nicht, ob du dir das je bewusst gemacht hast. Doch in all den Jahren, die wir zusammen waren, hattest du ständig die Horrorvision, dass dir etwas zustößt. Das ist nicht wahr. Ach nein? Ich meine, vielleicht glaubst du ja auch, du würdest ein... grausames Schicksal verdienen, damit du Marilyns Tod büßt. Ich weiß doch, dass du diese Schuld wie eine große Last mit dir herumträgst. Aber denk doch über diese Sache nochmal nach. Und zwar logisch und möglichst objektiv. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber mach dich nicht unnötig verrückt. Bestimmt hast du recht. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Danke. Wofür denn? Wir sind zwar geschieden, aber das muss nicht heißen, dass mir egal ist, was mit dir passiert. Danke.
Wenn Sie hier sind, um sich für Ihre Mutter zu entschuldigen, vergessen Sie es. Nicht genug, dass sie mich bestohlen hat. Sie musste obendrein noch auf mich losgehen. Das mit dem Geld war ich. Was? Ich war's. Ich hab auf das Pferd gesetzt, nicht Mom. Sie wollte mich nur beschützen. Sie ahnen nicht, wie wütend sie war, als sie erfuhr, dass ich mich an ihrem Geld vergriffen habe. Das alles tut mir schrecklich leid, aber ich wollte mir das Geld von Ihnen wirklich nur kurz ausborgen. Ich habe Ihnen nichts wegnehmen wollen. Warum sollte ein junges Mädchen so etwas Verzweifeltes tun? Ich wollte meine Vergangenheit loswerden und dazu brauchte ich Geld, Leine. Werden Sie etwa von jemandem erpresst? Jetzt nicht mehr. Ich habe Ihren Scheck dabei. Und verzeihen Sie. Lily, jetzt hören Sie mal zu. Sollten Sie wegen dieses Geldes jetzt etwas bereuen müssen, kann ich gerne noch etwas darauf warten. Es ist okay. Ich find's toll, dass Sie so ehrlich sind. Wenn Sie nur früher gekommen wären. Wissen Sie was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das kann ja heiter werden. Ich sehe mich schon auf den Knien rutschen, weil ich gewagt habe zu sagen, dass es Ihre Mutter getan hat. Vielleicht haben wir sogar alle etwas gelernt. Sie sollten sich diesen Schaum aus der Jacke wischen, das gibt Flecken. Ja. Bis dann. Danke. Dann wäre wohl alles geregelt. Nicht ganz. Was meinst du? Ich habe Lionel und Ray ausbezahlt. Was ist denn noch? Das hier. Was, für die Universität? Ja, das ist für deine Ausbildung. Das ist ein Gag. Noch nie war mir etwas ernster als das. Ich habe Vertrauen in dich. Warum solltest du also nicht die Ausbildung kriegen, die du so gern hättest, okay? Das ist als Darlehen anzusehen. Du wirst es mir so bald wie möglich zurückzahlen. Darauf kannst du dich verlassen. Ja. Weiß ich. Und wenn du gleich hingehst, kannst du dir vielleicht noch die Kurse fürs nächste Semester aussuchen. Wer glaubt, dass ich mich dafür entschuldigen würde, kann warten, bis er schwarz wird. Wir können die Maske gleich ab. Immerhin hat er mich eine Diebin genannt. Und das, obwohl eine Frau nur aus einem einzigen Grund zur Diebin wird, weil irgendein Mann sie dahin getrieben hat. Sie behaupten, wir wären falsche Schlangen. Selbstverständlich sind wir falsch. Männer zwängen uns dieses Markenzeichen seit Jahrhunderten auf. Stimmt. Sonst bekämen wir auf dieser Welt ja nie, was uns zusteht. Schauen Sie doch nur, was wir anstellen. Wir föhnen und färben, wir polieren uns die Nägel und wir lassen uns lispen und schlucken Pillen oder hungern uns fast zu Tode. Genau, das stimmt. Nehmen wir Mrs. Simpson. Ihr Haar ist frisch geföhnt, nicht wahr? Und ihre Nägel sind lackiert. Und einige Pfunde sind runter. Und wahrscheinlich, dass alles nur zu dem Zweck, dass Albert zu Hause bleibt, weil sie nicht wollen, dass er abends in der Oase rumhängt und der Bedienung an die Wäsche geht. Und ich kann das sogar verstehen. Oder Mrs. Owens. Jeder weiß, wie oft ihr Mann in den Klatschspalten steht. Ich meine, wir wissen doch, dass er hinter jedem Rock her ist. Ich meine, dafür können sie doch nichts. Genau. Sie werden ihn nicht mehr ändern. Sie wollen ihn trotzdem halten und das ist auch zu verstehen. Nur ich für meinen Teil ertrage das nicht mehr. Ich will endlich respektiert werden. Ich will endlich das haben, was mir zusteht, ohne dass mein Rock noch kürzer werden muss und ohne noch tiefere Einblicke zu gewähren oder auf die Knie zu fallen. Eines kann ich Ihnen versichern. Ich garantiere Ihnen, dass mein Baby, dieser kleine Mann hier, nicht so erzogen wird, damit später irgendwann ein Macho aus ihm wird. Dieser kleine Junge hier wird lernen, dass man Frauen respektiert. Ja, genau so. Bravo. Oh, heute ist es recht aufregend hier. Aber wir stehen sofort zu Ihren Diensten, Angela. Ach, entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, hatten Sie wegen dieser Creme schon mal Reklamation? Ich hoffe, Sie haben die Geld- und Antragsformulare. Wo trägt man sich denn für Psychologie ein? Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, was? Dann kommen Sie bitte zu mir. Oh, da steht was dran. Danke, gerne.
Welcher Einführungskurs ist wohl besser, 101 oder 110? Tja, tut mir leid, ich habe nicht die leiseste Ahnung von solchen Dingen. Sind Sie keine Tutorin? Nein, ich will mich hier anmelden. Wow, alles Gute. Danke. Gleichfalls. Verzeihen Sie bitte. Wären Sie eventuell so freundlich, mir zu helfen, ein paar Kurse zusammenzustellen? Oh, natürlich. Es sind fast überall noch Plätze frei. Hier. Schauen Sie da rein, dann sehen Sie, was Sie besonders interessiert. Danke. Hier. Und ist Ihnen eigentlich klar, was Sie später einmal werden wollen? Da bist du ja. Du bist ziemlich schwer zu finden, weißt ja, du das? Sie hat hier ganz schön geschuft. Oh, Verzeihung. Hallo. Tag. Wow, die Bilder werden toll aussehen, wenn sie erstmal an der Wand hängen. Ja, sie sind toll. Und warum hast du mich gesucht? Brauche ich einen Grund dazu? Was ist los? Warum bist du in so guter Stimmung? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist das heute einer dieser Tage, an denen für mich alles läuft und nach Wunsch geht. Und ich wollte dich fragen, was du vorhast. Tja, ich muss ein paar Bilder aufhängen. Nein, ich wollte wissen, was du heute Abend vorhast. Mein Vater gibt eine Überraschungsparty. Das heißt bei Cruise und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, mitzugehen. Ja, sicher. Ich wollte sowieso hingehen. Ah, das war dann wohl eine Abfuhr, ha? Naja. Was? Ich habe gefragt, ob du mitgehst. Also nicht nur dorthin, ich meinte, du und ich, dass wir uns dazu verabreden. Du und ich? Verabreden? Tja, ich kann verstehen, wenn du da gewisse Vorbehalte hast. Nein, 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 tut mir leid. Das habe ich bloß missverstanden. Du willst, dass ich dich begleite. Ganz recht, ja, das will ich. Okay. Also heute? Ja, gut. Okay, fantastisch. Okay. Also dann sehen wir zwei uns nachher, denke ich. Ja, gut. Ja. Hast du das gehört? Du bist verabredet, wenn ich nicht irre. Mhm. So ist es. Welche Art Probleme sind denn aufgetaucht, Angela? Diese Creme hat schwere Verbrennungen hervorgerufen. Hätten wir sie nicht gleich entfernt, wären wahrscheinlich Narben entstanden. Das ist Ihnen mit dieser Creme geschehen? Nein, nicht mir, sondern einem Freund. Letzte Nacht. Das ist ja fürchterlich. Ich lasse das Zeug gleich aus meinen Regalen räumen. Damit ist nicht zu spaßen. Diese Creme nehme ich auch. Er hat wahrscheinlich recht. Danke für die Warnung. Man treibt keinen Unsinn mit solchen Dingen. Was tun Sie denn hier, Cassie? Meine Mutter und ich wollen uns frisieren lassen. Ist das auch Ihr Schönheitstag? Na, das ist ja ein Zufall. Dann werden wir uns wohl demnächst öfter treffen. Wiedersehen. Wissen Sie, nicht auszudenken, was mit Ihrer Haut passiert wäre, wenn Sie die Creme im Gesicht aufgetragen hätten. Naja, Gott sei Dank ist es nochmal gut gegangen. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.